Okay, Boys. Dann gehen wir in die nächste Session rein. Wir haben verschiedene Teams. Wir haben Sefis Team, was ich euch bereits vorgestellt habe, nur hier nicht mit dem Flamingo, sondern mit Flatulenz, unserem Espapadra oder wie das Ding heißt. Dann haben wir ein Sandsturm-Team, was leider noch nicht ganz vollständig ist. Hier fehlt Sulord, was ich unbedingt noch schnell machen wollte, aber noch nicht dazu kam. Dann haben wir hier Team 3 mit ein paar interessanten Pokémon, wie zum Beispiel einem defensiven Support-Arcani und dem Wasserstarter. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das hier funktionieren wird. Und dann haben wir noch Team 4 mit dem Sushi, Nigiragi und dem Wels und der Damirplex im Gladimperio-Kombo. Genau, so hieß der. Ich muss immer überlegen, wie der heißt auf Deutsch. Genau, und Team 5 ist dann das Super Nonplusultra-Standard-Team, was jeder benutzt und ich persönlich noch nie benutzt habe. Mit Kramurx, Monitigo, Trikefalo und Meowscarada. Und natürlich Knagrak. Und dann haben wir Team 6. Das ist ein Einzelkampfteam, was, naja, nicht wirklich ein Team ist. Aber es sind halt alle Pokémon, die ich für den Einzelkampf gezüchtet habe. Und die haben ganz okay funktioniert für den Moment. Ich würde super gerne das Sandsturm-Team nutzen, aber wir haben leider noch keinen Sulord. Dementsprechend gehen wir jetzt mal rein mit dem Ding hier. Bin gespannt. Wir gehen nicht in Ranked rein, weil ich A, dieses Team noch nie gespielt habe und keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Und B, hätte ich gerne mal andere Arenen als immer nur diese eine Arena im Ranked. Ich finde das total dumm, total doof, dass das da nicht Abwechslung gibt. Ich finde das irgendwie sehr schade. Aber gut. So, wir haben einen Gegner gefunden. Havoc Nova. Mit dem absoluten Standardteam. Oh, warte mal, was? Man darf Koraidon benutzen in diesen... Oh Gott, okay. Stimmt. Hier darf man ja alle gebannten Pokémon. Dann könnte ich auch mal meine Dingens mitnehmen, Alter. Meine Robotermons, Alter. Okay. Egal. Die rostige Rita, Bad Mom, Chiquita, Olanga, für den ich, by the way, noch keinen Namen habe. Oh, shit. Knurli und Don Flamingo sind am Start. Ich denke, wir leaden entweder... Ja, doch, wir leaden mit Chiquita und Knurli. Oder Olanga. Knurli oder Olanga. Ich denke, Olanga it is. Knurli kommt rein, kommt mit. Und Bad Mom, I guess, ist dann der zweite Pick. Let's go. Jetzt bin ich gespannt. Bin gespannt. Allerhand. Pokémon. Ein Gegnerteam. Oh, sehr cooles Bild von ihm. Ein shiny Trikefalo. Okay. Also, er wird definitiv outspeeden und wir haben leider nur die Terra-Wasser-Kristallisierung. Und er wird mich durch den Reflektor durchkritten, ne? Ja, dementsprechend wechseln wir Chiquita zu Knurli. Und hiermit gehen wir auf den Seelenbruch auf Masuku. Schau mal. Ob mein Gegner klug ist oder nicht. Das sehen wir jetzt. Da kommt der Rücken. So, alle, die im Livestream dabei waren und die Pokémon-Trainer-Fakten mit mir gelesen haben, die wissen ganz genau,
warum mein Arcani Knurli heißt. Der beste Name. So, ja, der Crit, ne? Der Crit ist halt immer der Kollege. Das ist halt das Ding. Egal, ob man ihn droppt oder nicht, oder wie, oder was. So, dann Turbo-Tempo, wir einfach dieses Mascagado und gehen auf den Seelenbruch auf Krasshu. Das Turbo-Tempo dürfte reichen, at this point. Hoffe ich. Jauler ist eine extrem interessante Attacke. Wir haben den Snarl, also hier den Dingens, die Unlichtattacke, um die Spezialangriffs Power unserer Gegner so ein bisschen zu minimieren. Wir haben den Bedroher, was den Angriff senkt. Wir haben Turbo-Tempo für genau sowas, um den Kill zu sichern. Und wir haben aber auch den Jauler, wo wir dann den Gegner mit plus 1 Angriff auf beiden unserer Seiten, also auf beiden Pokémon von uns, angreifen können. So, der Folterknecht, naja, macht nichts, weil wir ein Unlicht-Pokémon sind. Das vergessen viele, viele, viele Leute. Immer wieder vergessen Leute, dass Strolch-Pokémon keine Wirkung auf Unlicht-Pokémon haben mit Statusattacken. Aber was will man machen? So, Kodai. Kodai kommt rein, okay, interessant. Interesting. Dann gehen wir an der Stelle mal auf das Turbo-Tempo und killen Krasshu. Und hier gehen wir, I guess, auf den Reflektor. Ey, Arcani ist gerade richtig gut, ne? Mit dem Turbo-Tempo. Fühle ich gerade mega zum Finishen. So, und nebenbei, Simplace, ich bedanke mich für deinen Raid, mein Jutster. Ich küsse dein Herz. Der Chat ist gerade am Eskalieren. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt. So. Leider keine Vierfachschwäche mehr jetzt gegen Fee. Aber das bedeutet gar nichts. So, das war's mit Krasshu. Alter, ich glaube, ich liebe Arcani jetzt schon, ne? Arcani wieder so ein gutes Mon, ey. Auf Olangar geht er, okay. Interessant. Und das war ein Crit, danke. Einmal den fucking Reflektor aufgesetzt und direkt ein schöner Crit in meine Fresse, Alter. Das ist ultra nervig. Okay. Dann kampf du mal meinen Drachen. Inari. Oje, okay, wie spielen wir das jetzt? Okay. Wir protecten mal mit dem Geist, um zu gucken, was unser Gegner macht, und jaulen eine Runde. Ich will einfach mal wissen, was er macht. Er geht auf Kollisionskurs auf Arcani. Okay. Please critte mich nicht. Das wäre mal nett. Viel zu viel Damage gemacht, Alter. Unglaublich, wie stark dieses Ding ist, ey. Schüss. So, Inari geht auf den Orkan und zwar auf dieses Ding. Okay. So, da kommt der Jauler. Der Angriff von Knurli und Bad Mom steigt. Und der Rückenwind hat sich gelegt. Okay. Ich glaube, Knurli ist aber langsamer als Inari, genau, und auch langsamer als Kodai. Wir haben noch einen Wasserkampfmon in der Hinterhand, ne? Ja, wir müssen eigentlich Kodai jetzt killen. Let's go.
Mal sehen, ob es klappt. So, Thea, Dankeschön für den Giftsab und Sidplays, Dankeschön an dich, an den Giftsab. Ich küsse eure Herzen, ihr beiden Süßis. So, sorry, dass ich gerade so Fokus auf den Kampf habe, weil ich würde jetzt echt nicht gerne gegen einen Legi-Noob verlieren. Dementsprechend versuche ich hier, irgendwie zu gewinnen. Oh! Okay, da kommt der Ableithieb. Gut. Wird ein Orkan von Glurak killen? Ich hoffe nicht. Mit Solarkraft, wenn er Life Orb hat oder so. Verfehlt. Ha! Du Sohn. Das ist die Rache. Das ist die fucking Rache für den Crit durch den Lichtschild durch. Du Trottel. So, los Chiquita. Und das, meine Freunde, war's. Denn jetzt gehen beide Drachenpfeile auf Kodai. So. Ja, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob der Orkan gekillt hätte. Ich denke jetzt mal nicht, weil wir sind full life. Aber who knows? Hätte natürlich sein können, dann wäre es nochmal spannender geworden, als es hätte sein müssen. Und das war das erste Match mit unserem Team. Ich mag das Team. Ich mag vor allem Arcani. Bin ein richtiger Fan von Arcani, Alter. Zumindest in diesem Match. Orkan trifft doch nur 50% in der Sonne. Ja, das Team ist nicht so smart, was er hat. Im Regen trifft Orkan zu 100%, aber in der Sonne trifft Orkan halt nur zu 50%. Ne? Und Koraidon macht halt die Sonne. Dementsprechend, ja, was soll ich euch sagen, ne? Was soll ich euch sagen? Okay, meine Freunde. Nächstes Match. Marquise mit einem zur Hälfte sehr standardhaften Team, zur anderen Hälfte ein sehr interessantes, kreatives Team. Auch hier wird Arcani wieder richtig, richtig gut sein. Werden mal sehen, was er gegen uns machen kann. Yaula, maybe Olangar, maybe Chiquita, maybe Bad Mom. Ich denke, wir gehen mal mit Bad Mom rein. Maybe nehmen wir noch Lungalungalingu. Wobei, er hat nur eine Schwäche. Ja, nee, unbedingt hat er zwei Schwächen, theoretisch. Die rostige Rita oder Flamingo? Rostige Rita oder Flamingo? Kommen wir nehmen mit Chiquita. Wir nehmen nochmal genau das gleiche Team wie eben mit. Ey, wenn doch Zoroark nur halb so gut wäre und halb so useful wie fucking Arcani. Arcani ist in jeder Gen immer MVP, Alter. Schmeiß euch. So, okay, du bist ein sehr interessantes Team. Ich schätze mal, das ist ein Dingens-Team, ein Bizarro-Raum-Team. So, der Kollege protected, aber das interessiert uns gar nicht, weil Bad Mom geht auf Phantomkraft, verschwindet. Gegen Phantomkraft kann man auch nicht protecten. Der Jauler pusht scheinbar nur Knurli. Okay, alles klar. Das ist super schlecht. Ich dachte, ich treffe jetzt auch den Drachen. Und ich dachte, ich könnte den jetzt jaulen off-field, aber scheinbar nicht. Gut, dann hätte ich auch auf Standpauke gehen können. Amazing. Goodbye. Ist da gerade echt drin geblieben? Das ist ja interessant.
So, Lehmbrühe. Attacke verfehlt. Knurli erstmal. Okay, trifft Bad Mom. Kriegen wir einen Genauigkeitsdrop? Nein. Das war eine sehr schlechte Runde für meinen Gegner. Das war eine sehr, sehr schlechte Runde für meinen Gegner. Ich liebe, by the way, beide meine Pokémon gerade, ne? Arcani ist mega Hammer. Und der Geist hier ist auch geil. Gehe ich auf den Plus 1 Flareblitz auf Mack? Irgendwie ja schon, oder? Mein Knurli ist auf Plus 1. Wie viel Angriff hat denn der Sohn? Nee, komm, wir gehen nochmal auf den Standpauke. Hä, als ob mein Gegner weder Terra noch irgendwie sonst was macht. Geht auf Protzer. Protzer wäre halt jetzt ein guter Move, ne? Ableitig, okay. Aber das ist halt wieder so ein Standard-schlechter Move, ne? Ableitheap ist halt hier jetzt einfach nicht der gute Move. So, Chiquita trifft mit Nahkampf nicht und Wogentanz wird wahrscheinlich vom Sturmsog gefangen. Dementsprechend... gehe ich vermutlich mal für den Lichtschild. Oder für den Reflektor. Warte mal, hat er gerade die Schnecke zurückgerufen? Okay. Voyage. Naja. Alter, wie der komisch leuchtet durch die Dingens, ne? Ist doch witzig. So, er ist ein Kampf-Pokémon jetzt. Okay. Das heißt, wir treffen ihn nicht mehr sehr effektiv. Aber er mich jetzt halt schon, ne? Er geht auf einen Gift-Hieb. Okay, das ist weird. Kriegt die Poison. Okay. Das ist ja sehr interessant. Wäre ich jetzt mit meinem Drachen auf Plus 1, hätte er ein ernsthaftes Problem, ne? Oh, Voyage wird zurückrufen, okay. Poison leider auch wieder ultra unlucky. Unser Starter macht leider gar nichts mehr, weil Tandrak beides resistiert. Ne? Das heißt, unser Starter muss eigentlich die Schnecke jetzt rausnehmen. Ja. Unser Starter muss die Schnecke rausnehmen, während der Drachenkollege auf die Drachen geht hier. So. Aber das Game müsste gewonnen sein. Insbesondere, wenn wir in die Runde beide killen, weil dann treffen beide von diesen Drachendingern.
Ich habe letztens einen YouTube-Kommentar gelesen, wo einer in die Kommentare geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Irgendeine Move und Protect. Also irgendeine Move und Schutzschild. Wow, voll die Krebs-Moves, Alter. Das ist kein Pokémon mehr. Das ist voll die ehrenlose Strategie. Und ich denke mir so, Bro? Willkommen beim Pokémon. Bei Pokémon. Schutzschild ist die wichtigste und beste Attacke in BGC und darf in keinem Team fehlen. Damit, also herzlich willkommen, so spielt man Pokémon. Ah, Schutzschild, voll die ekelhafte Taktik. Voll ehrenlos, Schutzschild. Naja. Der zweite Sieg für uns, by the way. Sehr schön. So, Freunde, es ist soweit. Der Moment, in dem ich bereue, normale Kämpfe und nicht Ranked-Kämpfe zu machen. Denn wir haben nicht nur Koraidon als Gegner gehabt. Nein, jetzt haben wir auch noch den Koifisch. Und der Koifisch ist eine absolute Maschine. Schauen wir mal, was da abgeht. Wolke 7 auf Enteron oder vielleicht Wassertempo? Ich habe keine Ahnung, was dem seine Strategie ist. Er hat random Pokémon dabei. Flatterhaar und der Koi werden mich zerficken. Aber ich habe relativ gute Counter gegen die beiden dabei. I guess. Wobei, das werden wir ja jetzt wohl feststellen, ob die Counter so gut sind oder nicht. So, Chiquita oder Bad Mom? Na, das Ding ist, dieses Ding hat einen Feen. Scheiße, ich brauche eigentlich Olanga auch noch, ne? Kacke, Alter. Ich habe nicht wirklich was gegen Fee, Alter. Flatterhaar geht durch mein gesamtes Team. Okay. Wir werden sehen. Lichtschild und Stammpauke EDs, I guess. Nur leider ist Flatterhaar viel, viel schneller. Gut, kommt stattdessen mit irgendwelchen Weirdmons rein, die überhaupt keinen Unterschied machen. Wolke 7, okay. Ja, juckt nicht, weil der immer crittet. Okay, auf Stammpauke. Wir gehen auf Jauler und auf Lichtschild. Enteron darf sehr, sehr gerne auf einen Wassermove gehen, wenn er möchte. Warte, was? Oh, Überflutung Blumentrick. Oh, wow, okay. Interesting. Ist der gescarft? Enteron ist safe gescarft. Spannend, okay. Gut, 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 gut. Ja gut, dann gehen wir straight auf die Drachenpfeile, I guess. Oder gehe ich noch zuerst auf Drachentanz? Ich glaube, ich gehe zuerst noch auf Drachentanz. Sehr guter Move, ja. Sehr stark gespielt. Hätte ich Überflutung hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte so, okay, auf Arcani. Aber ja. Wenn du die Strategie kennst, though, dann wird das sehr, sehr viel weniger effektiv auf einmal. So, er wollte wahrscheinlich den Drachen hier
überfluten, nur du kannst einem Terra-Typ keinen Typen überschreiben, schätze ich jetzt mal. Dementsprechend resistieren wir jetzt den Blumentrick. Und das ist es eben. Wenn ich gewusst hätte, dass das quasi dann immunisiert wäre, hätte ich auch mit Arcani einfach Terra kristallisieren können und die Katze rausnehmen können. Aber gut zu wissen. Oh boy, okay. Jetzt wird's interessant. Warte mal, Lichtschild haben wir schon draußen. Abgangstirade auf Scary. Die Ente geht raus, okay. Smile. Okay, Unheilsjuwelen. Alright, alright, alright. Er terrat den Kollegen da drüben, wahrscheinlich zu Fee. Ja. Er wird wahrscheinlich auf den Zauberschein gehen jetzt, ne? Und Chiquita wird es halt echt gar nicht schmecken. Ja, da haben wir halt zwei richtige OP-Mons, ne? Nein, er geht für die Mondgewalt auf den Drachen und verfehlt. Und das nennt man outplayed, my boy. So, Nahkampf sehr effektiv, Wogentanz sehr effektiv. Knall ich die Wasserdüse auf Scary, um ihn anzuchippen, um dann mit Bad Mom zu killen? Wahrscheinlich, ne? Ich könnte jetzt natürlich Smile killen, aber ehrlich gesagt, er bleibt drin und das heißt, er stirbt. Okay, und tschüss. Psychokinese hat dieser Fisch, okay. Alright, ja, der kann halt einfach, okay. Schön. Schön, schön, schön. Wenn man einfach auf A drücken kann. Also, die können mir nicht so viel machen, to be honest. Ich kann jetzt auf Schutzschild drücken. Und hier gehe ich dann auf den Seelenbruch. Und er wird wahrscheinlich wieder in Bad Mom reinjieten, weil er, ja. Weil er Angst hat vor dem Drachen. Und da sind wir in seinem Kopf drin. So, die Psychokinese geht auch auf den Drachen, weil er super viel Angst vor dem Dude hat. Wir drücken einen Seelenbruch, was seinen Spätz-Attack noch weiter senkt. Der Lichtschild hört auf zu wirken, das ist nicht so geil. Gehen wir gleich wieder auf ein Lichtschild. So, das dürfte jetzt eigentlich reichen gegen den Fisch, weil wir sind auf plus 1 und geterrat. Das heißt, wir haben quasi einen Schwerttanz drin. Und das dürfte so 80% machen. Okay, 70. Und der Eisstrahl dürfte nicht reichen, weil es ist kein Step und wir haben Lichtschild. Und das war's. Für meinen Gegner, der jetzt übel eine Bombe kassiert. Batz! So, bringt was ihr wollt.
bringt Koraidon, bringt den Aminakoi-Fisch, bringt Flatterhaar, bringt alles, was verboten ist. Ich mach euch verrückt. Mal kaputt. So, nächstes Game. Nächstes Glück, meine Freunde. Oh, Lotus bringt ein böses Bizarro-Raum-Team. Wobei, warte mal, wer von seinem Team kann Bizarro-Raum? Der Affe, ne? Der Affe kann aber auch einfach hier die Double-Hits rausknallen. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich den Dingens nicht wirklich treffe, ne? Ich treffe den nicht wirklich effektiv, die Dingens. Oh Gott. Also Knurli ist safe im Lead. Dann maybe Olangar. Ja, Bad Mommy D's, I guess. Und Chiquita. Chiquita oder Doflamingo, aber Chiquita ist einfach ein bisschen solider, I guess. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Oh, cooles Bild von ihm. Damn. Das ist eins der coolsten Bilder, die ich bisher gesehen habe. Aber er wird trotzdem verlieren. So, der Mogelhieb ist eigentlich schon vorprogrammiert und er wird mit Oranguru gleich versuchen, den Bizarro-Raum aufzusetzen. Weswegen ich auf ein Turbo-Tempo gehe. Und auf einen Seelenbruch. Okay, der Mogelhieb outspeedet sogar Knurli. Alright, mit Turbo-Tempo. It is what it is. So, da gehen wir auf den Move, der den Spätz-Attack droppt von ihm. Da kommt der obligatorische Bizarro-Raum. Den haben wir schon erwartet. Jetzt gehen wir auf den Jauler. Und hier gehen wir auf den Lichtschild. Er kann halt mit dem Gigahammer jetzt richtig schön reinkloppen, ne? Ich hätte eigentlich auf den Flareblitz gehen sollen, merke ich gerade. Ja. Maybe überleben wir das mit der Barbiri-Beere. Ganz knapp, du. Okay. Aber er kann das nur einmal alle paar Runden einsetzen. By the way, Gran Frogita outspeedet mein Arcani, Digga. Das ist ja weird as fuck, Alter. Das ist ja ganz komisch. Sehr schön. Komm, Kurtel. Garados. Okay. Dann überlebt Blossom wahrscheinlich jetzt den Flareblitz. Knuddler von Gran Frogita ist halt auch scheiße jetzt auf den Slot, ne? Weil er beide meine Krabbelkracher. Oh, huch. Okay, der wird resistiert. Spezialangriff sinkt. Das juckt mich gar nicht. Genau, mit dem Bedroher überlebt er das.
Geht Garados auf einen Terra-Flug-Move auf Chiquita? Kann es mir extrem gut vorstellen, ne? Oh Gott, und der ist noch langsamer, Lul. Okay. Gucken wir mal. Das Garados ist halt auf minus 1, ne? Und wenn er mich nicht sehr effektiv trifft, dann werden wir den Terra-Flug nicht easy überleben. So. Das heißt, Blossom stirbt. Wir kriegen Hochmutsboost. Und mit dem Jauler sind wir dann plus 2. Double Stab. Und wenn dann Kurtel rauskommt, dann dürften wir es dann trotzdem killen. Oh, warte mal. Er ist schneller, weil der Ficker einen Bizarro-Raum hat. Nicht, weil er schneller ist. Ich Idiot. Ey, ich vergesse jedes Mal Bizarro-Raum. Ne? So weird, Alter. Hat der einen Dragon Dance eingesetzt gerade? Super Saiyajin 4 Lotus. Okay, interessant. Hier bräuchte ich einen Reflektor. Das wäre richtig schön. So, Olanga. Reflektor, dann Doppelbedroher. Nahkampf auf Chiquita und killt mich. Wow. Ja gut, warte mal. Ist Stab, ne? Ja, ja. Schade. Ja, da hätte ich wahrscheinlich eher für die Wasserdüse gehen müssen. Und der ist jetzt wieder neutral. Das heißt, der killt mich ebenfalls. Ja, die Wasserdüse wäre es gewesen. Auf plus 2 mit Dingens. Ja, 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 ja. Mhm. Ja, das war relativ wasted. So. Phantomkraft it is, I guess, oder? Beziehungsweise Schutzschild, Jauler und dann Phantomkraft. Ja, er wird jetzt auf die Zornesfaust auf Bad Mom gehen. Wir können danach auf dem Turbo-Tempo. Yes! Wunderbar! So, der Lichtschild ist leider weg, aber ist das okay. So, er kann auf diese, auf diesen Dingens Oranguru nicht reinholen. Und ich kann ehrlich gesagt Flareblitzen mit dem Oranguru. Ich muss kein Turbo-Tempo drücken. Ich kann ihn safe killen jetzt. So, wir verschwinden. Da kommt der Flareblitz auf plus 1. Tschüss. Und jetzt hat er keine Möglichkeit mehr, seinen Affen irgendwie wegzuwechseln von der Seite. Und die Zornesfaust verfehlt. Wunderbar, wie wir ihn outplayen, Freunde. Wunderbar. So, da kommt der Bedroher. Der trifft aber Bad Mom. Hat der Bad Mom getroffen? Ernsthaft? Mein Jauler verfehlt, aber das trifft, oder was? Hä, das ist ja voll Betrug.
So, jetzt Terra kristallisiert er seinen Super Saiyajin, ne? Ja. Hat er sich aufgehoben für den ganzen fucking Zeitraum. Und jetzt killen wir ihn nicht mehr. Und das bedeutet, er tötet uns jetzt mit Zornesfaust. Boah, das hat er gut gemacht, Alter. Das hätte ich nicht erwartet. Ich hätte Flare blitzen sollen in den Slot. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Sehr schön gemacht. Hätten wir geflareblitzt, wäre der Kollege kaputt gewesen. Wir hätten volles Dragampult gehabt und maybe Gyarados killen können, aber hat er richtig schön gespielt. Kann man nichts anderes sagen. Sehr, sehr, sehr stabil. GG an meinen Gegner. Okay, meine Freunde. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen ausgetauscht. Die Rita und den Flamingo, weil ich die einfach zu wenig benutze oder zu wenig den Drang habe, die in den Kampf zu holen. Gegen ein, zwei Pokémon, bei denen ich eigentlich immer froh bin, die dabei zu haben. Und zwar One Punch Ape und Flatulenz. Auch hier, boah, Digga. Miraidon und Koraidon in einem Team. Dein Ernst? Ja, Knurli-Idi. Reiner, Bad Mom, I guess. Maybe Flatulenz. Oder One Punch Ape. One Punch Ape hat hier halt so ein bisschen. Okay, Flatulenz und One Punch Ape sind es. Viele Drachen im Team. Viele Drachen im Team, mit denen mein Katapultra nicht wirklich klarkommt, weil es zu viele sind. Die können den halt einfach überrumpeln, ne? So, Koraidon und Miraidon direkt. Wow, Maschallah. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr in Ranked Matches spiele, sondern hier. Okay. Da kommt der Bedroher auf Koraidon und auf Miraidon. Und wir haben gesehen, Koraidon ist schnell. Dann kommt Knurli und dann kommt Miraidon, lustigerweise. Alright. Gut. Alright. Dann würde ich sagen, gehen wir auf die Standpauke, um Miraidon zu schwächen. Und auf den Lichtschild. Oder gehe ich auf den Seelenbruch Turn 1 gegen Koraidon? Wir gehen Turn 1. Vielleicht vergisst er irgendwie zu wechseln oder macht irgendwie einen Kollisionskurs, weil er voll der Profi ist. Und vergisst, dass wir vierfach effektiv gegen ihn treffen. So. Miraidon Spezi-Attack geht down. Jetzt hoffe ich einfach, dass er nicht Olanga doubelt, sonst habe ich echt ein dickes Problem. Nein, er geht für die Juwelenkraft. Er geht einfach auf den A. Er geht einfach auf den A-Knopf und denkt, dass man Pokémon so spielen kann. Beide Legis mitnehmen und dann einfach A drücken, als würde sich ein Pokémon-Profi davon beeindrucken lassen. Ja, und damit verliert er jetzt schon das Game, weil das waren seine stärksten Pokémon und die wirft er gerade gnadenlos weg. Knurli kann ich eigentlich rauswechseln zu Flatulenz. Einfach weil. Und dann den Lichtschild. Er wechselt Miraidon halt auch nicht aus, ne? Er hat einfach keinen Bock. Er denkt sich so, ja, ich bleib jetzt drin und mach was auch immer. Okay, dann gehen wir auf den, auf die Daunenreigen und auf die Abgangstirade, I guess.
Und jetzt ist Miraidon halt auf minus 3 oder so. Und der andere Kollege da drüben. Wird gleich Bekanntschaft mit unserem Kampf-Pokémon machen. Blitztour. Oh, nice. Sehr schön. Schon mal ein Stack auf unsere Zornesfaust. Mit der gehen wir aber nicht auf den anderen Kollegen da. Ein Sandsturm kommt auf. Aha. Okay, Flatulenz ist der schnellste. Miraidon als zweiter und dann One Punch. Das haben wir gerade an der Sandsturm-Reihenfolge gesehen. Und Flatulenz wird immer schneller. Gut, dann gehen wir auf den Rotz, I guess. Ich verstehe halt auch nicht, warum er nicht einfach sein Pokémon auswechselt. Es würde ihm viel Ärger ersparen, aber irgendwie... will er das Game uns wohl schenken. So, ich glaube, das macht viel Schaden an Geistern, ne? Ne, Wasser und Stahl. Geist jetzt nicht unbedingt, glaube ich. So, also Miraidon stirbt safe in der nächsten Runde und den Pökelsalz-Kollegen, den ableitiebe ich dann einfach. Ja, der Zauberschein wird auf jeden Fall auf Miraidon reichen. Jetzt, wo er auf minus 1 ist. Und das war's. Damit verliert er das Game. Warum auch immer er Miraidon nicht einfach rausgewechselt hat, um seine Debuffs zu cleanen. Putz. Goodbye, I'm full. So, Wetter-Item Pökelsalz. Was hatte er noch? Haben wir das letzte Pokémon eigentlich schon gesehen? Oh! Oh, der Casual Guy mit den beiden Legis disconnected, nachdem er gefistet wurde. Ah, ja, okay. Okay, okay, okay. Ja, das hat ja nur noch gefehlt, ne? Damit entlarvt man sich halt als, was auch immer. GG, das war der perfekte krönende Abschluss, meine Freunde, für dieses sehr kompetitive Match. Spaß beiseite. Hat richtig Spaß gemacht, das Team gefällt mir richtig gut. Again, Arcani ist ein mega Brett. Olangar gefällt mir super, super gut. Mal schauen, ob ich ein richtig starkes Team damit zusammenbekomme. Denn das war jetzt ja einfach nur ein kleiner Test.